So, herzlich willkommen hier bei Mana Soup und bei Advent of Code. Advent of Code ist ein kleines Rätselspiel, das über den kompletten Advent geht, also vom 1. Dezember bis zum 25. und jeden Tag zwei kleine Rätsel bereithält. Die müssen codingtechnisch gelöst werden. Wenn euch das interessiert, dann lest euch auch ganz gerne mal auf adventofcode.com die Rätsel selber durch. Da ist auch eine kleine Story dahinter. Die werde ich hier komplett ignorieren. Auch, dass ihr das mal selber alles probiert, wenn ihr schon coden könnt. Oder damit anfangt. Die Rätsel sind am Anfang relativ einfach. Die werden erst über die Zeit ein bisschen schwieriger dann. Bisschen ist gut gesagt, die werden richtig schwer. Verzeiht mir heute meine Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber es ist nun mal heute der erste. Also kommen auch heute die ersten beiden Videos. Das heutige Rätsel. Probiert es gerne selber, bevor ihr euch anschaut, wie ich das löse. Das heutige Rätsel sagt einfach nur, dass wir einen Input haben. Und wir müssen zählen, wie oft die Zahl, die eben gerade kommt, höher ist als die, die davor da war. Sprich, die 200 ist größer als die 199, die 208 ist größer als die 200, das ist dann der zweite Increase, hier haben wir einen Decrease, dann wieder ein Increase, also wir müssen einfach nur zählen, wie oft die Zahl höher war. Und das ziemlich oft. Hier ist der Puzzle-Input. Meine Lösung könnt ihr euch übrigens dann später auch noch aus dem GitHub runterladen, falls ihr damit gar nicht klarkommt. Ich versuche jetzt so ein bisschen an meinen Gedanken teilzunehmen. Ich werde es ein bisschen zusammencutten, damit das alles gut anschaubar ist. Und deswegen würde ich sagen, wir legen mal los. Eine Kleinigkeit habe ich schon geschrieben. Wir machen das alles natürlich in C#. Und wir haben hier eine input.txt-Datei, wo wir unseren Input dann einfach reinkopieren. Und die können wir ganz einfach auslesen. Ich habe das mal in eine extra Funktion gepackt. Wer weiß, ob wir das irgendwann mal ein bisschen anpassen müssen in den nächsten Rätseln. In unserem Fall haben wir dann noch das Programm. Wichtig bei input.txt stellt hier auf immer kopieren, damit das auch ins Zielverzeichnis kopiert wird, damit ihr so darauf zugreifen könnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir jetzt haben, das ist Visual Studio 2022, das schlägt gleich mal alles Mögliche vor. Wir wollen das Ganze jetzt lösen. Das heißt, wir haben eine Liste an Eingaben. Das heißt, wir gehen durch diese Liste durch. Es sind leider Strings, das heißt, die müssen wir noch casten. Dabei gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wirklich jede Zeile aus einer Zahl besteht. In dem Fall können wir das. Normalerweise dürfen wir das nicht. Also sagen wir, var current number ist gleich, dann nehmen wir den Input Pass Item. Gut, wir haben einen var previous number und da würde ich sagen, wir nehmen Input Max Value, denn der erste zählt nicht. Wenn wir nochmal zurückschauen, der erste wird nicht mit dem vorherigen gemessen. Ich messe die jetzt schon, da muss ich hier keinen Workaround bauen. Die Previous Number ist aber Max Value. Dann brauchen wir einen Counter. Der ist 0. Und jetzt sagen wir if, ja, fast, Current Number größer Previous Number, dann erhöhen wir den Counter. Und dann sagen wir Previous Number ist Current Number. Genau. Und das müsste die Rätsellösung eigentlich schon an sich gewesen sein. Am Ende schreiben wir einen Console-WriteLine-Counter. Und dann müssten wir eigentlich schon wissen, testen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen den Input. Da muss 7 rauskommen. Das sagt uns hier das Rätsel. Also packen wir den Input hier rein. Speichern. Starten. Kann sein, dass sich die Konsole, genau, die schließt sich direkt wieder. Also machen wir einen Konsole.ReadKey, damit sich die nicht direkt schließt. Und dann gucken wir mal, es kommt 7 raus. Also holen wir uns den richtigen Input. Get your puzzle input, Steuerung A, Steuerung C und rein damit hier. Und dann lassen wir das Ding mal rennen. Unsere Lösung ist 1400. Wir gehen wieder zurück auf die Website. 1400. Submit. That's the right answer. One Gold Star. Genau. Und jetzt können wir noch zu Part 2. Part 2 machen wir aber im zweiten Video. Alle Links, alle wichtigen findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr selber Coding oder Game Dev oder Blender irgendwas am PC künstlerisches lernen wollt, kommt doch einfach auf unseren Discord. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Und dann, ja, bedanke mich fürs Zusehen. Das war noch ein relativ einfaches Rätsel. Die werden über Zeit schwerer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut.